Moin, sind's YouTubes und herzlich willkommen zurück zu GTA Online, DLC der Show. Wir haben hier schon unsere schöne neue Karre, unser schönes neues Outfit, habt ihr glaube ich gerade auch schon gesehen. Das ist wunderhübsch auf jeden Fall, das Outfit. Aber wir können noch was Neues kaufen. Und zwar hier mal den Volthaus. Den kaufen wir uns auf jeden Fall, weil der geil aussieht. Schon gekauft, nice. Dann hier gibt es hier einen neuen Jet, der eigentlich mega unnötig ist. Aber wir kaufen ihn, weil wir alles kaufen. Zack, zack. Dann kaufen wir natürlich noch unseren schönen Truck hier. Der sieht auch mega geil aus. Zack. Unseren Cargo Bob. Warum auch immer man ihn jetzt kaufen kann. Wenn wir geträumt haben, Cargo Bob ist eine zweimotoriger Transporthubschrauber. Mit Tandemrotor. Tandemrotor, achso. Aha. Vielleicht kann man den ja jetzt offen klappen. Das wäre mega nice. Haben wir den jetzt gekauft? Ich glaube ja, ne? Nee, haben wir noch nicht. Okay. Jetzt haben wir ihn gekauft. Alles klar. Und dann haben wir natürlich hier unten noch den Jetsam Cargo Bob. Der nur einen Helikopter, der nur einen. Obwohl, nee, zwei Rotoren auch, ne? Ja. Alles klar. Kaufen wir uns auch noch. Dann haben wir so ein paar neue Sachen von Merriweather mal gekauft. Gibt es eigentlich... stimmt, es gibt noch was. Es gibt noch was. Und zwar das Boot hier. Das hübsche, hübsche Boot hier. Den Hafenschlepper. Kaufen wir auch noch. Und schon sind wir pleite. Nee, nicht ganz, aber... Das war schon teuer. Aber ich würde sagen... Jetzt rufen wir mal kurz bei Pegasus an und gucken mal, was wir so alles bestellen können. Dann fangen wir doch einfach mit dem Hafenschlepper an. It's now ready for you at our newest harbor. Alles klar. Wollen wir zu diesem newest harbor doch mal hinfahren? Und Electus Travel hat mir auch endlich Dings geschickt. Dann kann ich das nämlich auch gleich bestellen. Aber stellt man die Dinger nicht auch über Dinges? Wie heißt's? Über. Komm, jetzt komme ich nicht auf den Namen. Über. Pegasus? Meint schon, ne? Weiß es gar nicht. Naja. Ja gut, das ist immer nur vom Verkäufer her eine Nachricht. Oh, die Karre gefällt mir mega gut, ey. Die Karre gefällt mir echt mega, mega gut. Usta, was der da ist denn hingeliefert? Das ist es gar nicht, ne? Wo hat der mein Boot hingeliefert? Hier. Nee, das ist nicht sein Ernst, oder? Könnt ihr mir nicht nach hier liefern? Ja, dann rufe ich Pegasus nochmal an und bestelle mir was anderes. Das kann aber ganz klar parken, dass ich da jetzt hinfahre. Hafenschlepper hätte ich ganz gerne. Jetzt liefert er nach da. Das ist, okay, das ist schon besser. Da ist noch machbar. Da kommen wir noch hin. Das ist realisierbar. Ich habe den ja schon bestellt, dass der das... Ich weiß, dass er in meinem Fahrzeuglager ist. Ich fahre den das sogar gleich schon. Ich fahre den gleich schon. Guck mir den mal an, wie der so abgeht. Ich glaube zwar nicht ganz so extrem wie diese Karre hier, weil, boah, das gefällt mir gerade richtig gut mit dem zu fahren. Muss schon sagen, haben sie echt eine Meisterleistung geleistet hier mit den neuen Karren und so. Ich bin jetzt echt mal auf die Mission gespannt, wie gut die werden. Ich hoffe, die werden mega gut, ey. Und die werde ich mit dem anderen zusammenzocken. Der ist noch nicht da, deswegen warte ich da erstmal noch. Und deswegen... Schande, Schande, Schande. Deswegen kommen die wahrscheinlich erst morgen. Die ganzen Sachen von wegen... Missionen und so. Aber so Autos und Boote und so müsste ich, glaube ich, heute sogar schon noch raushauen können.
wenn mir nichts Großes dazwischen kommt. Hui, 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 hui. Alles klar, weiß ich Bescheid. Komm, komm, komm. Ach, der ist auch da drin, ne? Geparkt. Ah, bin ich nicht hübsch. Immer schön das Hemd in die Hose stecken. Egal, ob es ein Pullover ist oder ein Hemd. Immer schön in die Hose stecken. Sieht schon geil aus. Sieht das kacke aus, Mann? Vor die Brille dann auch noch. Mega bescheiden. Hui, hui, hui. Nee, wie soll ich den jetzt ansehen? Ah, wie geil. Der ist richtig bemoost und sowas alles. Ist richtig bemoost, hast du nicht gesehen? Da kommt man auch nicht hoch, ne? Kommt man so nicht hoch, okay. Soll man das Ding dann fahren? Ist vielleicht lustig hier. Hm. Jetzt haben wir eine Leiter, wo man vielleicht hochkommen könnte. Hier irgendwie in der Bucht eine Leiter. Auch nicht, ne? Aber hier schwankt der immer so ein bisschen krass. Oh, verdammt. Er hat mich... Oh mein Gott, er hat mich unter Wasser gedrückt, das Teil. Böse. Wo komme ich denn jetzt hier wieder aus dem... Oh, nee. Leiter, ich brauche eine Leiter, ich brauche eine Leiter. Da hinten ist eine, da hinten ist eine. Da schwimmen wir jetzt einfach. Ich dachte, man könnte am Anfang so auf das Boot draufspringen, aber nein, natürlich geht das nicht. Natürlich nicht. Warum denn auch? Platsch, 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 platsch. So, drin sind wir. Geht doch. Endlich wieder im Trocknen hier. Naja, aber unsere Haut ist, glaube ich, nichts dran gekommen, da wir diese engen Klamotten hier anhaben. Ist er sonst nicht böse auf uns? Hm, steht er mit seiner Waffe und bedroht uns nicht mal? Ich finde das gut, dass er uns nicht bedroht. Nur Glück gehabt. Oh nein, nicht ins Wasser fallen, nicht ins Wasser fallen. Ich laufe mein Boot drauf, ich will auf mein Boot. Hep! Jawohl, schafft. Jetzt fahr mein Boot. Ja, man kann es fahren, man kann es fahren. Vor allem ist das gar nicht mal so klein, ey, das ist richtig groß. Das ist richtig riesig, Mann. Alter Verwalter. Coole Sache auf jeden Fall, das Boot hier. Ich will jetzt keine genaue Review zu den ganzen Sachen machen, denn es werden, glaube ich, dann ein bisschen viel und ein bisschen lange dauern. Deswegen zeige ich nur das einmal, wie das so aussieht. Hast du nicht gesehen? Aber ich finde, das ist schon fett. Es ist nur halt mega, mega langsam, ey. Aber mega, mega langsam. Damit müsste man ein Rennen machen. Das Rennen der lahmerschicksten Boote überhaupt. Böte überhaupt. Schwörlan. Böte. Boah, es ist langsam, ey. Krass. Krass, 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 krass. Aber wir können ja kurz mal eben bei Pegasus anrufen. Oder können wir das jetzt gar nicht? Weil wir gerade in einem Pegasus-Fahrzeug sitzen. Ich hätte ganz gerne nämlich einen Jet Sam Cargo Bob. Ah, kacke. Natürlich macht der das jetzt am Flugplatz. Oh, und die haben mich rausgeschmissen. Toll, die haben mich rausgeschmissen, einfach so. Ich wollte noch da zum... Oh Mann, jetzt muss ich wieder schwimmen, oder was? Darf doch nicht wahr sein. Muss ich wieder schwimmen, nur weil die mich rausgeschmissen haben. Ich glaube, ich spinne. Also bedenke, wenn ich in einem Flugzeug sitze und hoch in der Luft bin, sollte ich nicht ein neues Pegasus-Fahrzeug beantragen. Das könnte schmerzhaft werden. Ich sage jetzt, gibt es hier nirgendwo eine Leiter. Ich glaube, da gibt es eine, da vorne. Wenn mich nicht alles täuscht. Bitte, 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 Leiter. Bitte, 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 bitte. Sieht gut aus.
Weil ich glaube, ich unterteile euch das doch noch in einzelne Folgen. Und zeige euch dann in der nächsten Folge das nächste Flugobjekt. Oder, ja, es sind ja nur noch Flugobjekte. Deswegen kann ich an dieser Stelle auch wieder sagen, danke fürs Zuschauen, lasst eine kleine Bewertung da, wenn es euch gefallen hat und schaut beim nächsten Mal wieder rein bei GTA Online. Ciao, ciao!